Moin Leute und willkommen zu einem Update-Video. Es ist super viel passiert. Es sind super viele Sachen in den Vault gekommen. Es sind Sachen aus dem Vault rausgekommen und generell die Balance-Patches. Es ist schon fast GG, also da sind super viele Sachen einfach passiert. Als allererstes gucken wir uns mal die Sachen an, die aus dem Game eliminiert wurden. Ja, die sind einfach weg. Erstmal die Kanonen raus, ja, zack, weg. Impulsgranaten auch raus aus dem Spiel. Rift, Leute, Rift wurde gewartet. Ne? Es gibt keine Rifts mehr. Ich habe ja immer gesagt, Rifts, beste Item überhaupt, konntest du in jeder Lebenslage benutzen, ja. Schulzeugnissen Eltern zeigen, erstmal Rift benutzen. Handy auf dem Klo vergessen, Rift. Freundin ist schwanger, erstmal Rift benutzen. So, das Teil ist jetzt raus, ja, aus dem Spiel. Mal gucken, wie sich das Spiel jetzt damit balancen wird, ne? Aber Taschenriss erstmal raus. Und hierbei, beim taktischen Sturmgewehr, es wurde nur die blaue Variante gewolltet, ja? Und zwar, weil die blaue schallgedämpfte MP wieder drin ist, deswegen. Die gibt es aber immer noch in Episch und in Legendär, das heißt, nur die blaue Variante von der taktischen wurde gewolltet. Okay, kommen wir jetzt zu den Items, die aus dem Vault rausgekommen sind. Und zwar hier diese Impulsgranate, die Schockwellengranate ist jetzt wieder da, also als Ersatz für die andere, die ist ja weg. Und die alte Pumpgun ist wieder am Start. Und zwar die grüne Variante und die blaue Variante. Das heißt, wir können wieder One-Pumpen. Die müsst ihr eigentlich immer noch denselben Damage wie vorher haben. Ich glaube, das sind die Items, die für 24 Stunden wieder da sind oder nicht. Also, keine Ahnung, es ist in den Patch-Notes so ein bisschen nicht so ganz verständlich gemacht worden, ob das jetzt diese unvaulted Items sind, die jetzt für 24 Stunden da sind oder ob die permanent da sind. Aber ich glaube, das ist jetzt die 24-Stunden-Waffe. Nee, Quatsch, die LMG ist die 24-Stunden-Waffe. Was erzähle ich da? Aber die sind wieder da. Also die neue Pumpgun, also die alte Pumpgun ist ganz normal wieder da. Die LMG ist die 24-Stunden-Waffe, die wieder am Start ist. So rum, ja. Deswegen hat mich das übertrieben verwirrt, was die alles aus dem Vault rausgeholt haben, ne? Also 1, 2 Items, dann diese hier, die schallgedämpfte Maschinenpistole ist ebenfalls aus dem Vault rausgekommen und weil es die halt bis zur blauen Variante gibt, hat man eben das taktische Sturmgewehr rausgenommen, weil die sich ja irgendwo so in derselben Liga spielen, im gleichen Bereich sind und deswegen wurde die entfernt, aber nur in der blauen Variante und das hier ist wieder reingekommen. Also hier, Leute, wir haben wieder die Pumpgun da, One-Shotten. Hier die Schockwellengranaten, mochte ich eh nie, aber die sind alle wieder da. Gucken wir uns erstmal die ganz neue Waffe an, bevor ich euch die Balance-Änderungen der alten Waffen zeige. Und zwar ist das hier dieser neue Revolver, beziehungsweise ist es eigentlich der alte Revolver, der nur ein bisschen anders aussieht und minimal mehr Damage macht, weil er episch und legendär ist. Der andere ging ja nur maximal bis blau, aber ansonsten ist er exakt gleich 1:1 wie der damalige Revolver. Er schießt genauso schnell, lädt genauso schnell nach, hat halt nur eine andere Optik, einen anderen Sound, aber die Kopfschusstreffer sind ziemlich stark bei dieser Waffe. 126 bei der epischen und 132 bei der legendären und er schießt auch ziemlich schnell, muss ich sagen, mit First Hit Accuracy. Das ist eigentlich so die beste Eigenschaft von dem Revolver, dass er eine First Hit Accuracy hat. Ich denke mal, das wird eine gute Waffe werden. Ich glaube nicht, dass es eine Waffe wie die Uzi oder so sein wird, die man einfach so liegen lässt, weil die nichts taugt. Ich glaube, das hier wird auf jeden Fall eine ziemlich nice Waffe werden und ist ziemlich klassisch. Da gibt es jetzt nichts Besonderes so zu sagen. Keine besonderen Funktionen oder sonst irgendwas, aber es ist eine solide neue Waffe. Dann kommen wir zu Balance-Patch-Änderungen von Waffen oder Gegenständen, die bereits im Spiel sind. Als allererstes die taktische Schrotflinte. Hierbei wurde die Häufigkeit halbiert ungefähr, dafür aber der Kopfschusstrefferschaden angehoben. Das heißt, der Multiplikator wurde von 2 auf 2,5 hochgesetzt. Der Damage ganz normal auf Körper ist immer noch der gleiche, bei 79 zum Beispiel bei der blauen Variante. Vorher hat aber ein Kopftreffer, glaube ich, 158 gemacht und jetzt müssten es 178 sein ungefähr. Ist ein ziemlich krasser Buff für diese Waffe, wenn man die denn findet, aber wir haben ja jetzt mittlerweile 3 verschiedene Pumpguns drin mit dieser alten One-Pump, mit der man One-Shotten kann, beziehungsweise mit der blauen kann man ja One-Shotten, die macht genau 200 bei einem Kopftreffer. Dann geht's weiter mit der Salvenmaschinenpistole, die wurde von der Häufigkeit stark reduziert, dafür der Damage und die Genauigkeit ein bisschen angehoben, ich glaube der Damage um 1 hochgesetzt, also ist okay, dass man die nicht mehr so häufig findet, man hat gefühlt einfach so 300 Stück in einer Runde gefunden. Also Häufigkeit runter, Genauigkeit und Damage bisschen hoch. Die halbautomatische, das halbautomatische Scharfschützengewehr wurde von der Häufigkeit reduziert. Ebenfalls die Steinstoßpistole, die wurde glaube ich so um 50%, fast 50% reduziert von der Häufigkeit. Was ein bisschen schade ist, weil es eigentlich eine ganz coole Waffe ist. Ansonsten Infanteriegewehr wurde in der epischen und in der legendären Variante verbessert. Und zwar wurde das Magazin von 8 auf 10 angehoben. Was ein ziemlich krasser Buff ist. Es macht die Waffe nur noch umso stärker. Ich fand die vorher auch schon stark genug. Aber jetzt mit 10 Schuss sollte das umso besser abgehen. Dann wurde die Minigun ebenfalls verstärkt. Der Damage
wurde bei beiden Varianten um 2 angehoben. Ich frage mich warum, war die vorher zu schwach? Ich fand die eigentlich ganz gut gebalanced. Aber jetzt macht die minimal mehr Schaden, also bei beiden Varianten um 2. Ist eigentlich okay. Dann geht's weiter mit dem Trommelgewehr. Also die Tommy Gun wurde genervt. Und zwar wurde das Magazin, wie ihr sehen könnt, von 50 auf 40 reduziert und sie schießt nicht mehr so schnell. Und zwar wurde die Schussfrequenz von 9 Kugeln pro Sekunde auf 8 Kugeln pro Sekunde runtergesetzt. Und ich denke mal, dass dieser Nerfer, die wurde ja schon mal genervt, der Damage wurde reduziert. Ich glaube, dass das hier okay sein sollte mittlerweile. Ich glaube nicht mehr, dass die irgendwie zu stark ist oder ich möchte auch nicht, dass sie zu schwach ist, weil ansonsten lässt man die Waffe liegen, genauso wie die Uzi da hinten. Das sind halt so Waffen, die eigentlich komplett sinnlos dann im Spiel rumliegen. Von daher ist es ein ganz okayer Nerf für diese Waffe und die sollte jetzt sich gut einordnen. Und das schwere Sturmgewehr wurde im Schaden ebenfalls angehoben und zwar auch um 2. Also jede einzelne Variante macht jetzt 2 Schaden mehr. Und Epic Games meint, ja, die Waffe wurde halt hauptsächlich liegen lassen, weil die meisten dann doch eher auf eine Scar oder ganz normal auf eine AR gegangen sind. Mal gucken, wie sich das jetzt mit dieser Waffe ausspielen wird. Ich glaube, dass dieser Buff schon ganz okay ist. Es war jetzt nicht die allerkrasseste Waffe, vor allem, wie gesagt, wenn man eine Scar mitnehmen konnte, hat man die sowieso eigentlich immer liegen lassen. Und zu guter Letzt kommen wir mal zu diesen Lamas. Die wurden ein bisschen stärker gemacht, ein bisschen kräftiger. Also es gibt jetzt 5 Lamas in einer Runde, nicht mehr 3. Und die Materialien wurden angehoben. Das heißt, von 200 Material auf 350, also jedes einzelne Material, was wir hier drinnen finden, also dreimal 350 und vorher waren es 200. Ich glaube, ganz am Anfang waren es 500, also 500 von jedem einzelnen Material, aber jetzt auf 350 und 5 Lamas anstatt 2. Und es gibt Kevin jetzt im Spiel. Kevin ist jetzt am Start, aber jetzt natürlich nur im Creative, ne? Kann man sich irgendwelche Sachen hier mit diesem Würfel bauen, ne? So, das waren jetzt alle Änderungen, die ganzen Patch-Notes. Wie gesagt, es ist ziemlich viel passiert. Das Krasseste, finde ich, ist eigentlich, dass die alte Pumpgun wieder da ist. Und Epic Games hat in den Patch-Notes auch geschrieben, dass sie auf das Feedback gehört haben. Und die wollen das jetzt ausprobieren, wie das Game ist, wenn diese Pumpgun quasi mit am Start ist und wir 3 verschiedene Pumpguns aktuell drin haben. Ist eine coole Änderung, würde ich sagen. Ich glaube, die meisten werden sich darüber freuen. Und viele werden darüber traurig sein, hier das Rift draußen ist, ne? Aber mal gucken. Und natürlich die LMG ist ebenfalls am Start, aber die bleibt nur für 24 Stunden drinne und morgen bekommen wir wieder eine neue Waffe, die aus dem Rift unvaulted wird, würde ich jetzt mal sagen, ne? Dankeschön fürs Einschalten, Leute. Würde mich über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!